hier, zwar heute eine Folge hier, gerade hoffentlich im Arsch, sonst hat er 5. Ich werde mal ganz kurz die Bierfässer auslagern, die ersten 20 und dann nochmal 20. Ist auch recht voll hier. Hopfen wird knapp, ja gut, wird reichen müssen, ne? Wir kaufen jetzt keiner dazu, weil unser eigener Hopfen ist ja im Prinzip kurz vor der kurz zu betrieben, aber es dauert noch 2 Tage bis zur Ernte, ne? Dann können wir den Hopfen gleich in die Brauerei fahren lassen, vom Feld gegenüber gleich. Das passt sowieso. Das waren die ersten 20. Und gleich nochmal 20, ne? So. Ja, ist recht voll. Immer noch rot. Warum ist das rot? Gut, das haben wir zumindest so viel wie links auch mit Bierfässer, also Bierflaschen, also. Da lässt sich noch ein bisschen was verdienen, ne? Brauchen noch Geld. Vielleicht können wir noch 65, aber war glaube ich nicht bestellt, glaube ich. War brach. Ein wahres Feld zu bestellen, jetzt ungünstig, ne? So. Schauen wir mal, wer das am besten bezahlen kann, ne? Das war das nächste Problem. Die Brüder haben nicht so viel. Überall die fallen die Preise, ne? Bierfass, oh je. Needle 1005, das lohnt sich nicht, das lohnt sich nicht. Stadion. Man könnte fast 2000 mit verdienen, ne? Ja, das ist jetzt äußerst blöd. Schlechten Preis. Da lassen wir ihn stehen, ne? Machen Deckel zu und wir kümmern was anderes. So, Hof. Dessen war noch hier was wegzuräumen. Rappbestellung war fertig gewesen. Hauptsache wir sind gerade beirrt. Das ist schlecht. Dann mache ich ein Dings fertig mit Rübenschnitzel. Der Traktor ist hier verkehrt. Den nehmen wir gleich dafür. Denn da, den wir mal gleich mal reparieren und voll tanken. Sonst meckert gleich der Kollege. Denn so leer der Tank war schon mal ganz schlecht und der Traktor ist auch reparaturbedürftig. Extrem reparaturbedürftig. Gewicht brauche ich keins. Hoffe ich jedenfalls. So. Kurz repariert. Dann nehmen wir uns den gelben Anhänger hier. Steht sowieso im Wege.
Den fahren wir jetzt mal zur Zuckerfabrik. Mal gucken, wo wir das entsprechend einladen können. Das weiß ich so einfach nicht, gar nicht mal. Es könnte sogar sein, dass wir einen Punkt erstellen müssten, ne? Und das wäre jetzt ganz günstig, mit euch hinfahren würde. Auf geht's. War das links mehr Raps oder nicht? Ich glaube schon. Ja, Bier verkaufen, das lasse ich mal sein. Das ist noch heute, das ärgert mich ganz schön. Aber der hat auch richtig angesagt, ne? Alt ist. Wetter. Mittwochregen. Heute nicht. Heute ist heute, noch einen ganzen Tag vor uns. Ich hoffe, dass das Stroh sich, Heu sich auflöst. Brauerei, hier ist da hinten. Unkraut wächst hier ganz gut. Bei Nachbarn, ne? Sonstiges. Warte. Das ist gut. nein, das gibt's gar nicht. Fehlermeldung der Seite. Du sollst auch kalt fahren. Das ist die BGH, Mensch Junge, bitte. Muss im Hafen. Da können wir jetzt ja, auch lang fahren, ne? Wunderbar, mal richtig. Der Dünger läuft, aber der andere fährt nicht mehr. Da hat er sich umgestellt. Das muss er nur richtig fahren, das ist jetzt ganz wichtig. Warum hat er jetzt? Ich muss mal gucken, gibt da ein Update von Kursplay. Blocking, wieso Blocking? Junge, fahr los. Fährst doch richtig, Junge. Eigentlich nicht. Ja, das geht doch garantiert schief. Das einzige Gute ist mit dem neuen System, dass er jetzt kein Kalkstreu und Kalk ist, ne? Aber er fährt schon mal zum Feld, das ist mal ganz gut. Aber wie er sich umstellen konnte, weiß ich auch nicht. Ja. Gut. Wo war ich stehen geblieben? Da waren wir. Grünschnitzel. Hieß das Thema. Wir haben noch viel Heu zu liegen. Jetzt müsste doch bald Regen kommen, ne? Dass sie weggeht. Ne? Ja, schau mal. Boah, um die Zeit muss das weg sein. Paletten könnte ich hier fahren, bei Gelegenheit mal. Damit zur nächsten Rübensaison genug Paletten da haben. Mal gucken.
gucken, wo wir das herkriegen. Könnte sein, dass hier rauskommt, ne? Dass alles ein Rohr kommt, ne? Könnte sein. Kompost. Und bitte. Da müssen wir ganz kurz gucken. Ja, da muss ich einen Punkt machen hier. Und zwar, das war jetzt hier Rühmknitzel. Kompass. Und mal Start. Ja. So. Okay. Wir laden. Drüben. Also passt ja nicht alles hin, garantiert. Drüben. Bitte. Punkt. Kompost. So. Das ist der verkehrte Modus. Wäre jetzt höchstens dieser hier. Beladen. Ja, wie kann man hier eigentlich einen Ort erstellen, ne? Mit dem vielleicht? Oh. Da kann es funktionieren. Da kann man schon mal Entladen und Beladen schon mal sortieren, ne? Aber da muss ich offline machen, da das Wissen, wo ich mich noch nicht auskenne. Und ich will auch nichts Falsches zeigen. Also Beladen ist Abladen. Abladen. Da. Und Abladen BGH. Ausladen Nord, Ausladen BGH. Mal schauen, wo er hinfährt, ne? Das klappt. Die richtige BGA gewählt habe. Das weiß ich jetzt nicht genau. Schau mal. Und das können wir ja ganz gut verwerten für. Ja. Portemonnaie, ne? Solange der Bierpreis so im Keller ist, müssen wir irgendwie Geld verdienen. Wenn es die andere BGH wäre, die jetzt gerade um die Ecke ist, ist ungünstig, dann würden wir die andere nehmen. Ne? Und da haben wir jetzt die ganze Silage drin und das ist, ja, das habe ich halt dafür vorgesehen. Ne? Und für die andere BGH fehlt mir noch das Geld. Na, die BGH schon mal nicht, das ist mal ganz gut so. So. Das war der erste Schritt, ne? Kommt bald der zweite. Ach so, beliefern der vom Malzfabrik, wollte ich nochmal. Ich kann ja weiter produzieren. Hopfen und so, das dauert noch ein bisschen.
Ja. Ich finde allgemein Traktoren fahren für Straßennetz hier besser als LKWs. Weil einige LKWs auch sich auch quer drehen, ne? Das ist ein bisschen ungünstig. Mit langen Anhänger ist es auch schwierig. Fährt er rechts oder geradeaus? Über die Rampe zu fahren, also die Straße hoch, ist oft für die LKWs einfach nicht möglich. Ne? Das ist einfach zu. Ja. Feld 22 hier. Das ist nicht schlecht. Ja, so eine kleine Wiese habe ich eigentlich nicht in Beschlag genommen. Ne? Könnte man eigentlich machen. Ne? Ja. Bin ja gespannt. Da könnte man bald die Unkoppelkämpfung vornehmen. Ne? Könnte man. Das werde ich auch machen. Wenn der Bruder gekeimt ist, also muss gekeimt sein. So Früchte, Wachstum, gepflanzt. Und das muss zumindest, ja, das ist gewachsen. Also hier Felder haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 für Raps. Hier kommt nachher Gerste oder Weizen rauf. Und da auch. Und hier wird auch sowas raufkommen. So wie da. Rein theoretisch. Und da oben werde ich mir Hopfen anpflanzen. Und die kleinen Felder lasse ich als Wiese. Erstmal. Das andere, wenn man finden her, wenn man ist. Und wie gesagt, Unkrautbekämpfung, das wäre möglich jetzt, ne? Wenn so ein Feld gekeimt ist und entsprechend Wachstum da ist und man sieht zwar nichts, aber ist da, dann kann man auch Unkraut bekämpfen. Das werden wir auch machen. Wir werden uns den Großen wieder ausleihen oder kaufen direkt. Und doch Bier verkaufen. Mal schauen, wie er gut abkippt. Ja, und dann das meinte ich mit Vorbeifahren der Portion, ne? Also nur da fährt, wo er sein soll. Was das anzeigt, mal sehen. Mal schauen. Das zeigt er an, das ist gut. Dann kann man genau sagen, okay, bist du voll oder nicht so voll, ne? So, viel Spaß. Den Rest kannst du alleine machen. Das klappt. Was haben wir noch einen Gärreste jetzt hier? 230.000. Naja. Und? Naja, gut, hat ja auch Zeit. Ne? Muss ja auch verarbeitet werden. Es passen auch noch locker noch Einhänger rein. Ne? So. Folge jetzt zu Ende. So, das wäre es auch schon für heute. Jetzt nochmal schönen Dank fürs Reinschauen und fürs fleißig gucken. Ne? Mal tschüss, ciao, ciao. Tja, morgen geht's hier weiter. Hier auf dem Arsch mit Unkrautbekämpfung, denke ich mal. So, das werden wir jetzt uns jetzt ranschmeißen. Und zwar für die ganzen Rapsfälle, die wir schon fertig haben, dass wir das eine Rolle nicht haben. Tschüss, ciao, ciao. Und wenn ihr Lust und Laune habt, ich bin morgen da. Tschüss, bis morgen.